Das Kernkraftwerk Isar ist wirklich das Herzstück der bayerischen Stromversorgung. Einer Stromversorgung, auf die eigentlich viele andere neidisch sein könnten. Vor allem, wenn man sich ansieht, wo diese Stromversorgung vor 11 Jahren schon einmal war. Als über 70% des Stroms in Bayern aus klimaneutralen, sauberen Quellen gekommen sind. Als Bayern außerdem sich völlig unabhängig mit Energie versorgen konnte, mit Strom versorgen konnte und nicht darauf angewiesen war, Strom zu importieren und indem diese Energieversorgung auch noch sehr, sehr günstig war. Aber das alles wurde bekanntlich in den letzten Jahren kaputt gemacht, auch wenn noch einiges zu retten ist. Also wie gesagt, prinzipiell war das Ziel einer vollständigen Dekarbonisierung in Bayern, zumindest was das Stromnetz betrifft, praktisch zum Greifen nahe. Aber diese Chance hat man verpasst. Und heute haben sich diese Errungenschaften quasi umgekehrt. Die Stromversorgung ist sehr teuer geworden und man ist auf Importe aus den umliegenden Bundesländern angewiesen, vor allem natürlich aus dem mitteldeutschen Braunkohlerevier aus Tschechien, schmutziger Braunkohlestrom. Man ist zunehmend von Gasimporten abhängig. Die CO2-Emissionen werden dadurch natürlich auch nicht besser. Die stillgelegten Kernkraftwerke werden zwar teilweise durch Wind- und Solarenergie ersetzt, aber natürlich nur bei passendem Wetter.